Lieber Herzog Franz, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Und Sie alle, die ich nicht namentlich begrüße, weil ich sonst jeden begrüßen würde. Und ich werde sowieso meine Sprechzeit überziehen. Liebe Frau Thierolf, wir haben CT begonnen. Corinna Thierolf, CT. Sie merken, die Regie funktioniert. Und meine Damen und Herren, wir sind live. Was so schön doppeldeutig ist. Wir sind hier lebendig beisammen und das ist ein Geschenk und ein Glück und ich freue mich. Und wir sind live, direkt jetzt auf der Website. Das Museum hat alle eingeladen und ich freue mich, im Hintergrund zu wissen, dass viele jetzt bei uns sind, die gerne hier im Raum wären, aber doch nur digital bei uns sein können. Ich freue mich, dass wir damit eine wichtige, nicht einfache, eine wichtige, eine schöne Stunde oder zwei verewigen werden. Und noch eine kleine Regie für alle, die es noch nicht bemerkt haben. Solange Sie an den Plätzen sind, dürfen Sie sich entmaskieren. Wir sind hier und eröffnen heute einen neu bestückten Raum in der Sammlung Moderne Kunst, der für alle Gäste der Pinakothek der Moderne als ein wesentlicher Magnet gelten wird. Ein Raum mit Werken von Hans Hoffmann. Das Museum zeigt viel freie Kunst, die sich von allen Regularien und Restriktionen frei und fern hält. Für diese radikale Unabhängigkeit standen sowohl der vor 140 Jahren geborene Hans Hoffmann als auch viele andere, bis hin zu Corinna Thierolf, der Kuratorin dieses Raumes. Hoffmann war gebürtiger Bayer aus Weißenburg, später in den Vereinigten Staaten lebend und dort inspirierend für viele Jüngere. Nun wird er in München sichtbar, nicht zuletzt mit einem Bild aus dem Jahre 1944 unter dem Titel »The Wall«, was viel deutsche Geschichte impliziert und antizipierte. Hoffmann gilt als Schlüsselfigur der Abstraktion und ihrer Tradition. Seine Wirksamkeit reicht durch das 20. Jahrhundert von Paris bis in die Vereinigten Staaten. Wir werden mehr dazu hören. Corinna Thierolf hat sich Zeit ihres Berufslebens dem Thema gewidmet, wie Axiome kunsthistorischer Paradigmen sich wandeln oder auch bestätigen, wie Gültiges und Prospektives sich zueinander verhalten. Sie hat sich engagiert für die Kunst seit 1945, für Freundeskreise, Projekte und Staatsgalerien zwischen Augsburg, München und Herrenchiemsee. Sie hat den Kontakt mit Stiftungen gepflegt und Kooperationen. Zahllose Veröffentlichungen vorgelegt und sich als eine tatkräftige, starke Vermittlerin und Fürsprecherin für die Kunst der Moderne engagiert. Sie stand und steht für Neuerungen, schlug Schneisen und schlug sich tapfer. Sie suchte ihre Wege und fand ihre Lösungen. Sie war enthusiastisch und engagiert und das sprang über. Sie war Motor und motiviert. Das Team der Staatsgemäldesammlung, das Team der Sammlung Moderne Kunst, das Team der Pinakothek der Moderne. Wir danken ihr für Impulse und Input und wir sagen, beides wird weiterwirken. Und wird auch weiterhin neue Möglichkeiten eröffnen und eröffnet haben. Wir eröffnen heute einen Raum. Einen Raum mit Arbeiten von Hans Hoffmann. Und dazu und zur langjährigen Zusammenarbeit mit der Michael und Eleonore Stoffel Stiftung werden Sie, Frau Thierolf, noch sprechen. Ein Museum ist nie fertig. Es bleibt ein Gedankenspeicher. Es ist keineswegs nur ein Bilderspeicher. Meine Damen und Herren, ich könnte hier und würde gern erzählen von der Erwerbung einer Arbeit von und der Begegnung mit Fabien Verdier,
die Corinna Thierolf ermöglicht hat. Eine Malerin, deren radikale Arbeitsweise von produktiver Einsamkeit ist. Oder ich könnte an unsere Begegnung mit Anselm Kiefer oder mit Heiner Friedrich erinnern, an persönliche und fachliche Gespräche, auch Frau Thierolf, an gute Gespräche darüber, was Museum heute ist und wo wir stehen mit unseren Haltungen. Das würde ein langes Abendprogramm. Lieber Herr Baumstark, Sie haben annonciert, dass Sie aus gesundheitlichen Rücksichten zwar einen persönlichen Rundgang durch die Sammlung machen und gemacht haben, wie wir eben besprochen haben, sich aber dann zurückziehen müssen. Ich bin überzeugt, es war eine Wiederbegegnung mit manchem, was vor, mit, nach Ihnen und was durch Frau Thierolf in die Sammlung gelangt ist. Und doch wissen Sie so gut wie ich, wie viel mehr für die nächsten Präsentationen im Depot ist und welch grandioses Sammlungswerk hier erbracht ist. Schön, dass Sie da sind. Liebe Carla Schulz-Hoffmann, ganz außen, Carla, du und Frau Thierolf, ihr habt die Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne ausgebaut, auf den Schultern von Vorläufern und zugunsten von Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Solch energischer Frauenpower war es in den letzten Jahrzehnten vergönnt, die moderne Kunst vehement weiterzuentwickeln. Glücksfälle der Moderne, aus der heraus es weitergeht. Wir sind gespannt, wohin. Wir sind sicher, dass es geht. Lieber Hartwig Garnerus, mit Feinsinn und Gespür haben Sie die Geschicke des Hauses begleitet, haben Entwicklungen gesehen und gefördert, Kollegialität und Freundschaft begleitet und mit beidem begleitet. Durch Ihr Engagement, auch den Einstieg von Corinna Thierolf in die oder in der Pinakothek der Moderne befördert. Sie haben ermöglicht und befeuert. Auch das ist an dieser Stelle mit großem Dank zu erinnern. Hartwig Garnerus ist heute im Livestream bei uns. Er sendet die besten Grüße und Wünsche und hat mich gebeten, dass ich von ihm einen persönlichen Gruß an Sie, liebe Frau Thierolf, übermittle, was ich sehr gerne tue. Liebe Frau Thierolf, mehr als ein halbes Jahrzehnt haben wir hier zusammengearbeitet. Wir haben die Neuhängung der Sammlung Moderne Kunst vor wenigen Jahren durchdacht und realisiert. Die pointierten Positionen, die dabei wirksam wurden, zeigten Eigenheiten und Stärken jedes Referates und der Innehabenden. Die Herausgabe unseres Büchleins zur Sammlung Moderne Kunst, das wir in aufgeschlossenen Sitzungen bedacht und gestaltet haben, gehörte in der verbindenden Gemeinschaftlichkeit zu den Glanzstunden unserer Arbeit für die Pinakothek der Moderne, wofür ich sehr dankbar bin. Das Buch wird uns lange begleiten. Es gab viele Gespräche mit großer Offenheit bei dem Buch und sonst. Das war hilfreich für das gegenseitige Verstehen. Und ich füge hinzu, ich glaube, das Verstehen ist ein ganz wichtiger Begriff, auch in Ihrer Sicht auf das, wie Sie Kunst kommunizieren. Wenn wir Sie heute verabschieden, cum grano salis, dann tun wir das mit herzlichem Dank an Sie für die verbleibenden Erinnerungen an gute Gespräche, für die ewigkeitliche Dimension der Sammlung, dank Ihres Engagements. Und auch mit unserem gemeinsamen Dank, mit unserem gemeinsamen Dank an unsere Museums- und Ausstellungstechniker, Restauratoren, an die Verwaltung, an die Kollegenschaft, an die Freunde und Förderer, unter denen Herzog Franz von Bayern ebenso zu nennen ist, wie all die anderen, die da sind, die Patrons, die PIN-Mitglieder, die Vorstände, die Freunde, die Unterstützer, die Künstlerinnen und Künstler. Was für ein Netzwerk. Corinna Thierolf erhielt heute als persönlichen herzlichen Dank aus der großen Belegschaft, die ihr großes kämpferisches Engagement schätzt, eine kleine Gabe mit der Aufschrift
weiter. Graviert in einen feinsten Stift. Weiter. Es wird für Sie wie für uns weitergehen. Wir werden einander mit Wohlwollen weiter sehen. Mit Interesse für das, was die andere Seite tut und schafft, vermag und wünscht. Das Wirken außerhalb der Amtsleitplanken wird zweifellos ein freies, neugieriges Weitermachen, ein beherztes Weiterwerden und ermöglichen. Ich gebe nun gleich weiter zu Thomas Kurt, dem Vorstandsvorsitzenden der Michael und Eleonore Stoffel Stiftung. Und danke für die anstehenden Worte von Corinna Thierolf. Ich freue mich auf die anschließenden Worte von Dorothee Wahl von PIN und Christian von Südow von den International Patrons. Sie alle wussten und wollten, dass Corinna Thierolf die Sammlung der Moderne weiterbringt. Sie alle sind, gleich mir, dankbar für die Fülle des Erbrachten. Ich wünsche uns und Ihnen allen einen anregenden Abend und sage Ihnen, Frau Thierolf, aufrichtigsten und größten und herzlichen Dank für Ihre Leidenschaft, Ihr Engagement zugunsten des Kunstsammelns, zugunsten des Freistaates Bayern, der Museen, der Kunst und der Kunstfreunde. Gestatten Sie mir noch zwei Formalien. Wir bitten um die Benutzung des Mund-Nasen-Schutzes, sobald Sie sich von den Plätzen erheben, und darum, diesen nachher im Wintergarten auch wieder am Sitzplatz abzunehmen, sowie die Plätze dort nicht untereinander zu tauschen. Zweitens, beachten Sie bitte, der Hofmannsaal ist geöffnet und nach den Reden zugänglich, ebenso Baselitz und Beuys bis 21.30 Uhr. Ich gebe weiter an Herrn Kurt, allerdings erst nach einer kleinen technischen Hygienepause und meinem abschließenden herzlichsten Dank. Königliche Hoheit, liebe Corinna, lieber Herr Dr. Marz, verehrte Gäste. Der heutige Tag steht im Zeichen einer großartigen Erweiterung der Sammlung durch die Arbeiten von Hans Hofmann. Zugleich steht er im Zeichen des Abschieds von Corinna Thierolf. Ist heute also ein trauriger oder ein glücklicher Tag? Dein Abschied, liebe Corinna, macht uns natürlich traurig, da wir uns die Pinakothek der Moderne nach so langer Zeit ohne dich gar nicht vorstellen können. Dein Abschied ist ein großer Verlust für die Pinakothek, der Moderne und damit für uns alle. Auch für dich, liebe Corinna, ist heute ein denkwürdiger Tag. Der Abschied von der Pinakothek nach einem halben Leben. Das muss dich mit Wehmut erfüllen. Aber es ist auch der Tag, an dem dein Wunsch nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit und nach mehr Raum für deine vielen neuen Projekte und deine Schriftstellerei in Erfüllung geht. Darüber freuen wir uns mit dir. Und wir freuen uns darüber, dass es dir, liebe Corinna, schon wieder, möchte man sagen, gelungen ist, die Sammlung der Pinakothek der Moderne durch den Hinzugewinn und die ewige Leihgabe der bedeutenden Arbeiten von Hans Hofmann namhaft zu erweitern. Das hast du mit deiner Fachkunde, deinem unermüdlichen Einsatz, deiner Energie, deiner Überzeugungskraft und, nicht zu vergessen, deinem Charme beim Verhandeln hinbekommen. Chapeau! Dein langjähriges Wirken in der Pinakothek der Moderne, bei den Patrons in München und in Amerika und beim PIN werden andere heute sicherlich ausgiebig würdigen. An mir ist es, dir nicht nur im Namen der Michael und Eleonore Stoffel Stiftung, sondern auch ganz persönlich für unsere
Zusammenwirken und eine tolle gemeinsame Zeit zu danken. Unsere Zusammenarbeit begann, nachdem du die kuratorische Betreuung der Sammlung Stoffel von deiner Vorgängerin, die heute glücklicherweise hier sein kann, Frau Professor Carla Schulz-Hoffmann, übernommen hast und damit meine Ansprechpartnerin in den Pinakotheken geworden bist. Eleonore Stoffel und Frau Professor Carla Schulz-Hoffmann haben seinerzeit im Jahre 2006 den ewigen Leihvertrag zwischen den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und der Michael- und Eleonore-Stiftung geschlossen. Ein fester Pakt. Sie haben damit, wie du es genannt hast, die Sammlung Stoffel in der Pinakothek der Moderne fest verankert. Dies war das Resultat eines intensiven, profunden Austauschs. Nach dem Tode von Eleonore im Jahre 2008 und nach dem Ausscheiden von Frau Professor Schulz-Hoffmann sind uns ihre Aufgaben zugefallen. Wir waren gewissermaßen ihre Erben. Eine große Aufgabe. Was nun? Schon sehr bald nach unseren ersten Kontakten und Überlegungen stimmten wir darin überein, dass die Sammlung Stoffel leben und daher erweitert und fokussiert werden soll. Dieser von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und der Bayerischen Staatsregierung mitgetragene Entschluss war goldrichtig und klar im Sinne von Michael und Eleonore. Die Stifter wollten ihre Sammlung nicht nur gelegentlich ausschnittweise gezeigt wissen, sie wollten ihre Sammlung nicht im Depot verstauben sehen. Sie wären über die Fortentwicklung und Fokussierung ihrer Sammlung hocherfreut. Als Michael und Eleonore mich nun vor 30 Jahren gebeten haben, ihre Stiftung zu führen, hat mich dies mit Stolz erfüllt. Sie waren nicht nur in ihren Worten meine elterlichen Freunde, sie haben mir auch ihr Herzensanliegen, ihre Sammlung anvertraut. Es war mir schon damals bewusst, dass ich damit eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehme. Michael und Eleonore Stoffel waren bescheiden. Dennoch, im Geistesleben hatten sie immer die höchsten Ansprüche, gerade in der Kunst. Wir beide, liebe Corinna, haben die hohe Verantwortung gleichermaßen gespürt. Wir wollten daher Veränderungen dann, aber auch nur dann zulassen, wenn sie im Sinne der Stifter sind und höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Es war unser kategorischer Imperativ, die Integrität und Identität der Sammlung, das Vermächtnis der Stoffels, auch und trotz der Veränderungen unbedingt zu wahren. Um dem gerecht zu werden, haben wir uns mit dem Charakter der Sammlung, ihren Höhe- und Schwerpunkten, aber auch ihren Schwächen und Unvollkommenheiten immer wieder intensiv auseinandergesetzt. Viele Gespräche mit Michael und Eleonore haben mir geholfen, ihren Willen zu ergründen. Du, liebe Corinna, hast es mit deiner exzellenten Fachkunde vermocht, dem kategorischen Imperativ Geltung zu verschaffen. Deine Analysen sind messerscharf, dein Urteil ist treffsicher, dein Kunstgeschmack exzellent. Deshalb sind wir, so glaube ich, keinen Irrtümern erlegen. Du bist eine Meisterin deines Faches. Nach eingehender Prüfung der Bestände und intensivem Nachdenken haben wir uns auf deinen Vorschlag hin dann entschlossen, die Sammlung Stoffel und damit die Sammlung der Pinakothek durch das wunderbare Konvolut mit Werken von Anselm Kiefern zu erweitern. Er war anders als Baselitz, Richter, Polke, Lüppertz und Immendorf in der Sammlung nicht vertreten. Das Fehlen seiner Position stellt nicht nur in der Sammlung Stoffel, sondern auch in der Sammlung der Pinakothek eine klaffende Lücke dar. Es war überdeutlich, dass die Erweiterung mit Werken von Anselm Kiefer ganz im Sinne der Stifter war. Aber wie sollte eine solche Erweiterung angesichts der verrückt hohen Preise auf dem Kunstmarkt und unseren Qualitätsanforderungen gelingen? Wir sind dann nach Paris gereist, um Anselm Kiefer in seinem Atelier, den früheren Lagerhallen des Pariser Kaufhauses La Samaritaine, so groß wie ein Flugzeughangar, aufzusuchen. Dort hast du ihm unseren Wunsch vorgetragen. Gleich zu Beginn unseres Besuches fühlten wir uns in unserer Einschätzung der Bedeutung seiner Werke für die Sammlung bestärkt. Denn Anselm Kiefer erzählte uns alsbald, dass er mit Michael und Eleonore freundschaftlich verbunden war. Es gab zahlreiche private Besuche und uns wurde sonnenklar, die Stifter konnten ihre Sammlung zu Lebzeiten nur nicht vollenden. Anselm Kiefer hat uns dann einen intimen Einblick in bereits Geschaffenes, seine neuen Ausstellungsprojekte und seinen Schaffensprozess gewährt. Unser Besuch fand in einer wunderbar heiteren, gelösten und humorvollen Atmosphäre statt. Mit einem Augenzwinkern möchte ich daran erinnern, dass uns Anselm Kiefer bei der Vollendung eines beeindruckenden Bildes, das Bild eines dunklen Waldes, konsultiert hat. Seine Frage lautete: Gehören in den Wald nun Waldpilze oder nicht? Keine botanische Frage. Ob er unserem Rat gefolgt ist, wir wissen es nicht. Völlig begeistert waren wir von den eindrucksvollen Vitrinen Anselm Kiefers,
Am Ende unseres Besuches waren wir uns sicher, dass die neuen Bilder durch die Vitrinen in dem erhofften Kiefersaal genial ergänzt und ideal vervollständigt wurden. Dazu genügte uns ein kurzer Blickwechsel. Und es war uns dann möglich, zwei besonders fantastische Vitrinen für die Pinakothek der Moderne hinzuzugewinnen. Ein Erfolg deiner Überzeugungskraft, deines Charmes und deines großen Herzens. Du bist eine Meisterin im Dialog mit Künstlern. Ein weiteres Projekt war die Ergänzung der Sammlung mit Werken von Astrid Klein. In der Sammlung Stoffel sind die Künstler ihrer Generation, etwa Rosemarie Trockel und Günter Förg, namhaft vertreten. Auch hier lag es auf der Hand, dass die Stifter ihre Sammlung zu Lebzeiten nur nicht vollenden konnten. Das Fehlen ihrer Arbeiten war ebenfalls eine Lücke. Auch die Erweiterung der Sammlung durch die Werke von Astrid Klein war deshalb eine logische Sammlungserweiterung. Astrid Klein ist in vielen namhaften Sammlungen und Museen national und international vertreten. Der Sammlungserweiterung ging ihre große Werkübersicht in den Phönixhallen der Dépendance der Deichtorhallen in Harburg im Jahre 2018 voraus. Ihren großartigen Saal durften wir gerade erst eröffnen. Er zeigt absolute Spitzenarbeiten, darunter die Endzeitgefühle und den Cut 9. Auch hier rechtfertigt die Qualität die hohe Wertschätzung. Die Pinakothek verfügt jetzt über ein konzentriertes Konvolut mit Spitzenarbeiten dieser so wichtigen Künstlerin. Die Presse hat die Erweiterung zu Recht, und ich zitiere, als großen Coup von Corinna Thierolf gefeiert. In der Tat, liebe Corinna, an dieser Stelle dürfen wir der Presse einmal ganz uneingeschränkt vertrauen. Der große Coup ist dein Metier. Deine Erfolge und dein unermüdliches, von deiner ansteckenden Kunstbegeisterung getragenes Wirken hat auch den Erwerb und die heutige Präsentation der Werke von Hans Hofmann ermöglicht. Er war in der Sammlung Stoffel bereits durch eine schöne Arbeit vertreten, sie war aber eben leider nur singulär. Wieder ist es dir, liebe Corinna, gelungen, die Sammlung namhaft zu erweitern und die offenkundige Lücke zu schließen. Der 1880 in Weißenburg geborene Hans Hofmann hat seine erste Malschule in München eröffnet. Sein Talent hat viele Studenten aus Übersee, from the other side of the Atlantic, angezogen und ihn über Einladungen zu Gastprofessuren in Kalifornien und New York schon vor dem Krieg ganz in die USA geführt. In seiner legendären New Yorker Malschule unterrichtete er etwa Lee Krasner und Helen Frankenthaler, die als weibliche Pionierin des abstrakten Expressionismus erst in den letzten Jahren die ihnen gebührende hohe Anerkennung erfahren haben. Hans Hofmann war ein Wegbereiter ihrer Kunst. Er ist ein transatlantisches Bindeglied aus der Heimat der Pinakotheken. Sein Werk sollte daher gerade auch in München gewürdigt werden. Die Bedeutung von Hans Hofmann, der in Europa zu Unrecht eher stiefmütterlich behandelt worden ist, kann kaum überschätzt werden. Er war einer der maßgeblichen Denker und Vordenker des amerikanischen abstrakten Expressionismus. Seine ersten Drip Paintings entstanden bereits geraume Zeit vor den heute so berühmten Drip Paintings von Jackson Pollock. War er ihr Erfinder? Auch diese Sammlungserweiterung ist wieder ein großer Coup, den wir maßgeblich dir, liebe Corinna, verdanken. Wer kann schon von sich sagen, dass er seinem Arbeitgeber oder Dienstherrn solch ein großartiges Abschiedsgeschenk gemacht hat? Wer darf so viele Erfolge für sich reklamieren, sei es nun in der normalen Museumsarbeit, sei es in der weitsichtigen Sammlungstätigkeit? Betrachtet man all das, dann ist heute ein glücklicher Tag. Du hast erreicht, was es zu erreichen gab, und du kannst dich in neuer Freiheit deinen anderen Herzensanliegen widmen. Dein Beruf ist deine Berufung. Das habe ich in unseren gemeinsamen Jahren erfahren. Und zwischen uns ist eine Freundschaft gewachsen, die von unserer gemeinsamen Begeisterung für die Kunst getragen wird. Für deine Zukunft, deine neuen Projekte und deine Schriftstellerei wünsche ich dir von Herzen eine glückliche Hand. Gerne sage ich dir, du weißt mich auch in Zukunft in deinen sicher wieder spannenden Projekten stets an deiner Seite.
Es geht ins Offene, ins Unbekannte. Hans Hoffmann hat in diesem Bild Neues gewagt, Farbe und Form eine unbestimmte Offenheit gelassen und diese selbstbewusst signiert. Hans Hoffmann, 44. Er war damals schon in Amerika. Er wusste, dass in dieser Offenheit eine Kraft liegt. Eine in der Entstehungszeit hart erkämpfte Zuversicht. Vergleichbar vielleicht jener, die Leonardo erfahren hat, als er, um neue Inspirationen zu suchen, einen Schwamm an die Wand warf, neue Formen zu entdecken. Es geht also um neue Inspirationen, den Weg ins Neue. Und mit diesem Bild haben wir Sie eingeladen zur Feier der Neuerwerbung von 5 Bildern Hans Hoffmanns. Dies hier ist das früheste und wir haben durch die wunderbare Zusammenarbeit mit der Hans-Hoffmann-Stiftung ein beeindruckendes Ensemble, insbesondere aus dem kaum beachteten Spätwerk, was in großer Offenheit eben diese Möglichkeiten der freien Gestaltung untersucht, erworben. Und die Michael und Eleonore Stoffel Stiftung haben in einer grandiosen Erwerbungsfolge jetzt also uns auch diesen Schatz hier in München ermöglicht, den Sie anschließend in Saal 16 sehen können. Und dieses Bild hier passt auch zum zweiten Thema des heutigen Abends, dem Rückblick auf meine 26-jährige Tätigkeit für die Staatsgemäldesammlung, an deren Anfang die Bereitschaft zur Erkundung des unbekannten Museumsabenteuers stand. Und mit der heutigen Veranstaltung wird wiederum eine Etappe markiert, die dem Museum, aber auch mir persönlich, Neues bringen wird. Auf den Reichtum, den ich hier erfahren durfte, kann ich nur Schlaglichter werfen. Und tatsächlich werde ich gar nicht einen großen Hans-Hoffmann-Vortrag jetzt halten, obwohl wir das normalerweise tun würden zu einer Eröffnung. Aber wir haben ein Leporello gemacht, in dem ein Text zu Hans Hoffmann steht. Ich möchte mich in meinem Vortrag auf ein großes Thema konzentrieren, was uns hier beschäftigt hat, nämlich Künstlerräume. Und damit meine ich nicht die, obwohl die auch immer wieder Gegenstände von unseren Vorträgen waren, die eben so spannenden monographischen Räume, in denen wir Gemälde und Skulpturen aus allen Schaffensphasen von Baselitz, von Kiefer, von Rainer oder Polke haben, sondern ich meine Werke, in denen Künstler einen ganzen Raum mit der Installation von untrennbar zusammengehörigen Teilen eingerichtet haben. Und von solchen Künstlerrollen war bis zum Jahr 2002 nur das grandiose Werk von Joseph Beuys, das Ende des 20. Jahrhunderts, in der Sammlung, das bereits 1984 erworben worden war. Darüber hinaus bestand die Sammlung aus Gemälden und Skulpturen. Wie also konnte das Thema Raum eine solche Wichtigkeit bekommen? Am Anfang meiner Zeit hier durfte ich mich dank der Theo Wormland Stiftung intensiv, insbesondere mit den damaligen Beständen der amerikanischen Kunst befassen. Und dabei stieß ich auf kleine Objekte, etwa diese Kisten von Donald Judd, die mir bei näherer Betrachtung wie Schatzkästchen vorkamen, denn sie funkten rätselhafte Hinweise zum Thema Raum. Und ich zeige Ihnen hier, dass diese beiden Kisten, das war aber alles nur sehr sukzessive zu entdecken, denn natürlich gab es noch keine Werkverzeichnisse, keine große Literatur zu diesen Künstlern,
waren Teil einer, ich glaube, 18-teiligen Serie von mehreren Bodenarbeiten, wo die Binnenstruktur immer unterschiedlich gestaltet ist. Und die führten bis hin zu solchen architektonischen Entwürfen. Und beim Versuch, den Schlüssel zum Verständnis dieser Werke zu finden, begab ich mich immer wieder auf Entdeckungsreise, vor allem in die USA. Ich reiste nach Amerika, nach New York, immer wieder auch begleitet von vielen von Ihnen, nach New York, nach Neumexiko, nach Arizona, nach Texas und lernte dort dieses Werk kennen. Aus Edelstahl, Werke von ungeahnter Dimension und Kraft, die man von den Kisten ausgehend, diesen Schatzkästchen, die haben mich wunderbar darauf vorbereitet, einerseits das dann zu lesen und zu verstehen, aber ich hätte das am Anfang niemals erwartet. Und in den kleinen Kisten war das also tatsächlich schon angelegt. Aber die Spurensuche zum Verständnis war auch hier vor Ort in München sehr verblüffend. Denn eigentlich alle Künstler, die sich mit dem Thema Raum befassten, führten mich in die Münchner Galerie Friedrich und Dahlem. Nun war ich ja nicht aus München und mir hat das so viel oder so wenig gesagt wie viele andere Galerienamen. Dort hatten die heute weltberühmten Künstler schon in den 60er und 70er Jahren ein Forum, um ihre Konzepte zu verwirklichen. Was damals passiert ist, möchte ich hier an diesem Beispiel zeigen. Wir sehen einerseits die rechte Person im Türrahmen ist Heiner Friedrich. Auf der Erde steht Walter de Maria, der den zweiten Erdraum, der je realisiert wurde, in der Münchner Galerie in der Maximilianstraße hier in Vorbereitung ist. Und als Heiner Friedrich seine Galerie in New York, die er dann später eröffnet hat, geschlossen hat, blieb darin seit 1977 der Erdraum bestehen. Konstant ist er zu besichtigen. Und ich zeige ein weiteres Werk. Das eine ist hier in München das Olympic Mountain Project, was Walter de Maria 1971 für die Olympiade gemacht hat. Der Schuttberg, der durchstoßen wird, hier werden sollte von einer Bohrung. Und die Vertikale haben wir dann auch hier in Neumexiko in diesem Werk, das berühmte Lightning Field, wofür der Künstler allein schon sehr viel Aufwand brauchte, um einen solchermaßen abgelegenen Ort zu finden. Während meiner Feldforschung habe ich also begriffen, dass der Maßstab von einzelnen Kunstsetzungen ohne direkten Vergleich ist, in der Sammlung, aber auch mit dem, was hier in München, aber auch mit dem, was man überhaupt gesehen hat in Museen, in den meisten Museen. Dass es in den Werken um allgemein verbindliche Werte geht, das, was alle Menschen betrifft, unabhängig von ihrer Kultur, wie Himmel und Erde. Ost, West, Süd, Nord ist die Ausrichtung des Lightning Fields. Es ist Natur und Ratio, die direkt gegeneinander steht. Und es ist schließlich Historie, der Schutt, der hier aus dem künstlichen Berg gewachsen ist, gewachsen oder aufgeschüttet wurde, und dann darunter die Muttererde. Es ist also Natur oder es ist Historie und das Dauernde. Es ist das Beharren auf dem Faktischen, es ist eine ganz rationale, scharfe Kunst und das ist das Erreichen des Sublimen. Von diesen Künstlern hatten sie, Herzog Franz und der Galerieverein, in den 60er und 70er Jahren kleine skulpturale Arbeiten gekauft. Und diese Arbeiten waren die Saat. Ich finde das geradezu umwerfend, wenn man sieht, wie dieses wunderbare Werk
was in Ihrer Sammlung ist, Herzog Franz, das Türkentor geradezu schon in sich enthält. Das ist also nur ein Anfang gewesen, und auch zeigt, wie lange Konzepte in Künstlern reifen. Und als ich dann das Glück hatte, die Sammlung Kunst ab 1945 zu leiten und ein Kreuzungspunkt oder eine Sammlungsstrategie entwickeln konnte, da war dieser lange, schon fast vergessene Kreuzungspunkt zwischen dem Lokalen, nämlich auch der Münchner Historie, und dem Internationalen, das war ein Ziel und natürlich die öffentliche Sammlung in eine neue Dimension zu überführen. Ein solcher Wechsel vom Kammer zum Symphonieorchester, das dazu gleichberechtigt neben Orchestern in Paris, das ist die erste monumentale Kugel, die Walter de Maria aus Anlass der 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution im Cour d'Honneur der Assemblée Nationale gemacht hat. Und das sind die Werke in Naoshima, die Walter de Maria, der ja immer in enger Zusammenarbeit mit Architekten, die Werke sind erst fertig, wenn sie ihren Raum haben, mit Tadao Ando gearbeitet hat und hier eben mit Luisa Hatten und Matthias Sauerbruch. Und es ist dann eben durch diese vereinten Kräfte, die Stiftung Pinakothek der Moderne, die das Gebäude im Türkentor restauriert hat, die Brandhorst-Stiftung und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen gelungen, dieses Werk hier schließlich in München zu verankern. Walter de Maria war begeistert, dass Schwabing Nord, Süd, Ost, West ausgerichtet ist und hat dann noch Fenster einführen lassen, die eben auch diese Ausrichtung geben lassen. Und wir sehen, es ist Erde, Himmel, es ist die Spiegelung zur alten Pinakothek, zur neuen, es ist eine Achse. Herr Baumstark, Sie haben die Kugel in das Türkentor gerollt, das definiert und diesen Platz dafür geschaffen. Die Kugel ist ein Urbild. Vom kleinsten, vom Atomkern bis zum größten, den Planeten. Und noch etwas. Wie bewegen wir uns, wenn wir dieses Werk erfassen? Viele Menschen, die die Large Red Sphere im Türkentor besuchen, bleiben hier vorne stehen, machen ein Foto, gehen wieder raus. Das sind wir so gewohnt vom Bilder betrachten. Aber natürlich verlangt die Kugel auch, dass wir mal schauen, was da hinten ist. Und drumherum laufen, dass wir diese verschiedenen Lichtsituationen, diese verschiedenen, ja, viele Gedanken seit 15 Jahren, glaube ich, denke ich ununterbrochen über dieses Werk nach und bin beeindruckt, was da herauszuholen ist. Jedenfalls diese Kugel zu umkreisen, ist auch ein Archetypus, die Bewegung im Raum, der in der Bewegung des Kosmos genauso wiederkehrt wie in der Bewegung der Neutronen und schließlich in Laufbewegungen, wie wir sie bei Pilgern hatten und haben, von den gotischen Kapellen, die man umkreist, bis hin zur Kaaba in Mekka. Der Unterschied ist, dass die Large Red Sphere im Türkentor keine religiöse Ausrichtung hat, sondern dass eine Sprache entwickelt wurde, die sich auf alle Menschen bezieht, unabhängig von ihrer Kultur, und die intuitiv verstanden werden kann. Als Ort der Besinnung über den Wandel der Welt bei fortbestehenden Konstanten. Ich zeige Ihnen hier den Raum mit der Erwerbung der Donald Judd Holzkisten, die 2002 für die unmittelbar vor der Eröffnung der Pinakothek der Moderne, habe ich gehört, von einem engen Mitarbeiter von Donald Judd, dass im Hinterraum von Sotheby's diese Werke
ja, fotografiert wurden, zum Verkauf vorbereitet wurden. Und nach all dem, was ich über diese Werke gelernt hatte, dachte ich, verflixt, da passiert jetzt genau das, was eigentlich nicht passieren darf. So wie man die Heuhaufen von Monet, die gingen dann in alle Himmelsrichtungen, man konnte die Serie nicht mehr als Ganzes sehen. So sollte das in der Tat auch dort passieren. Und dann war eben der Wunsch ganz groß, das Ensemble zu erhalten. Nun, auch wer diesen Raum durchschreitet, kommt in eine Bewegung. Und was man sehr schnell erfährt, wenn man von Kiste zu Kiste geht, ist, dass es weg von der Hierarchie geht. Wir sehen, dass die Kisten eigentlich noch vom Bild ausgehen, weil sie hängen ja ungefähr auf der Höhe, wo Bilder sind. Aber wenn auf Bildern, sagen wir mal, eine Madonna dargestellt ist oder eine Himmelfahrt, Dinge, die eigentlich noch niemand gesehen hat, werden realistisch gezeigt, so wird hier nur das gezeigt, was real vorhanden ist. Und es wird gefragt, kann man mit dieser Realität Schönheit erfahren? Und ja, die Leere ist genauso wichtig, der Raum zwischen den Werken ist genauso wichtig wie das Werk selbst. Damit, was hier getan, auch die Mitte gibt es nicht mehr, die Mitte der Komposition. Die Teile hier muss ich glaube ich draufdrücken, dieser Bereich ist genauso wichtig wie dieser Bereich. Dieses hier ist genauso wichtig wie das. Der Zusammenhang entsteht erst durch, ja, dadurch, dass wir begreifen, dass oben, unten alles zusammengehört. Space is made, sagte Donald Judd und hat hier Raum für den Geist, für die Betrachtung, für Reflexion und Gefühle geschaffen. Ich zeige nur kurz, das ist natürlich dieses Wunderbare in der Gegenüberstellung, wo man sieht, dass die in zwei großen Hallen aufgebauten 100 Boxen in der Cinati Foundation, die stehen ganz fest wie ein Staccato, aber die Erscheinung ist zu jeder Sekunde anders, weil sich die Reflexionen, die aber real vorhanden sind, ununterbrochen verändern. Im Gegensatz dazu ist der Münchner Raum wie ein Zen-Kloster ganz streng und verlangt von uns, es ist einfach eine andere Nuancierung des Raumes. Ja, ich möchte hier jetzt noch einen weiteren Künstler erwähnen, weil es so schön ist, dass wir nicht nur ein Werk haben oder zwei, sondern wir haben wirklich, wie die Künstler auch aufeinander antworten, hier mit ihrer aller Hilfe zusammenbringen können. Wir hatten von Fred Sandbeck mehrere direkt auf die Wand bezogene Arbeiten, ganz kleine, starke, frühe Stücke vor allen Dingen. Und nach den Erfahrungen in Amerika kam er nach München und es wurden 5 große Rauminstallationen gemacht, die zum Kostbarsten gehörten, was die Sammlung jetzt hat. Auch hier, der Betrachter kann den Raum betreten. Er ist direkt auf demselben Fußbodenlevel wie die Arbeit selbst. Er tritt in ein Geschehen ein, ganz real, und ist nicht außen in einer anderen Welt, sondern ganz genau in dieser Welt. Und als nächstes ist das, wir haben den Monumentraum von den Flavin mit 4 Monuments aufgebaut und die Large Reds, große grüne Barriere des Künstlers, auch da, das Fußbodenniveau der Arbeit ist auch das Fußbodenniveau, da ist kein Sockel, nichts, was trennt. Und doch gibt es eine Trennung in diesem Raum. Und es wird, die Definition des Künstlers verlangt, dass ein ganz stark längsgerichteter Raum ausgewählt wird, dass von der Ecke ausgebaut wird und dass diese Einheiten so lange gebaut werden, dass man in diesen anderen Bereich nicht mehr hin kann. Das bedeutet, wir haben einen Bereich, in dem wir uns aufhalten und wir haben einen Bereich, in dem der Raum leer ist und wir einfach ja, hineinschauen können. Da ist kein Geheimnis, da ist nichts verborgen. Es ist,
Man könnte sagen, ein Lebensraum und ein anderer Bereich, ein Diesseits, ein Jenseits. Warum? Ja, frage ich mich, habe mich, mich immer gefragt, warum sind diese Räume so kontinuierlich interessant? Ich glaube, ich habe enorm viel über die Selbstaussagen der Künstler, was Kunsthistoriker geschrieben haben und so weiter gelesen. Das ist kolossal spannend. Ich glaube aber, dass es sehr viel wichtiger und ergiebiger ist, dass wir unseren eigenen Wissensspeicher öffnen, die sich in unseren Körpern seit Generationen entwickelt hat, weil wir alle Räume mit Körper, Geist und Gefühl erfahren. Wir haben von klein auf Choreografien erlernt, wie wir uns in Räumen bewegen. Und dieser längsgerichtete Raum hat mich zum Beispiel dazu gebracht, auch jener von Jack, mich mit längsgerichteten Räumen, Baukörpern zu befassen. Und es ist uns, wenn wir in die Arena-Kapelle oder in die Sixtina natürlich feierlich zumute, wenn wir unter der Zeugenschaft von Propheten und Sibyllen über die Mittelachse auf das Drama des jüngsten Gerichts und der Wiederauferstehung zulaufen. Immer wieder ist es diese Schlusswand einer Kirche, ein Ort für die Veranschaulichung der Begegnung von Diesseits und Jenseits. Die Schlusswand ist auch ein Begriff, will ich nur am Rande erwähnen, die Joseph Beuys enorm fasziniert hat. Nun, bei Flavin, dessen früheste Werke den Titel Icons, also Ikonen, trugen, erkennen wir eine große Vertrautheit mit der christlichen Kulturgeschichte. Und deswegen möchte ich in Anbetracht der Schranke, die hier längs durch den Raum geht, auf die Achsen Lettner hinweisen, die in vielen Kirchen im Mittelalter, also, aber nicht nur, eingebaut wurden, um den längsgerichteten Bewegungsfluss abrupt zu stoppen und einen Schutz für das Allerheiligste einzubauen. Das Allerheiligste, ein Gefäß mit Inhalt, die Gaben von Brot und Wein, durch die Christus wahrhaft und dauerhaft gegenwärtig ist, bleibt für die Laien unzugänglich. Flavins Schranke verläuft längs und das ist eine drastische Veränderung der Dramaturgie. Aber sie trennt auch zwei Raumbereiche. Einer soll betreten werden. Aber beide Bereiche können eingesehen werden. Wir sehen den belebten Aufenthaltsort und den leeren, unbegehbaren Ort. Beide Bereiche zusammen bilden einen Raum, eine Welt. Mit Kunstlicht und mit Naturlicht, denn Flavin wollte ja immer, dass sich die beiden Bereiche, damit auch Kunst und Natur, untrennbar verbinden. Also gehen wir noch mal im Schnellschritt durch die Kunstgeschichte. Wir könnten noch viel früher anfangen, als mit der Arena-Kapelle, die ich erwähnt habe, oder mit der Sixtina. Dann, wie geht es im 20. Jahrhundert weiter? Wir hatten also Kirchen oder Arena-Kapelle und Sixtina, Räume, die ein Heiligtum umschließen und einem kultischen Zweck dienen. Im Licht der Aufklärung und Säkularisierung schwand die Bedeutung solcher Orte, in denen sich die Mitglieder einer Gesellschaft zu einer gemeinschaftlichen Handlung versammelten. Teile der Ausstattung wurden verkauft, sie wurden getrennt wie die Flügel von Altären. Und ein neues Zuhause fanden die nunmehr beweglichen Einzelstücke teilweise in den sich etwa gleichzeitig entwickelnden Museen. Das autonome Bild oder die autonome Skulptur hat von daher eine ganz große Wichtigkeit in der Sammlung, ist ein wichtiger Grund dafür. Aber die Künstler haben weiterhin Räume geschaffen. Claude Monet, ganz unten ist er zu sehen, ist der früheste. Er hat im Ersten Weltkrieg
diese Seerosen geschaffen. Dann als nächstes folgt zeitlich dieses wunderbare Skulpturenensemble in Targuccio von Prankusch, was diese Verbindung von Erde und Himmel bringt und sich ausdehnt auf einem Gelände von 1,5 Kilometern mit dem Tisch des Schweigens, der Pforte des Kusses, eine große Reflexion über Leben und Tod ist. Und dann gibt es eben schließlich oben links die Roscoe Chapel. Haben Claude Monet und Roscoe noch in Bildern gedacht, so entwickeln sie doch durch ihre raumgreifenden Werke einen Raum für Immersion, allerdings im profanen Bereich. Und in einzigartiger Weise wird diese in der Kunstgeschichte entwickelte Tradition von den Künstlern fortgeführt, die wir jetzt hier angeschaut haben und von denen wir eine so eindrucksvolle Sammlung jetzt hier in München haben. Ohne Anbindung an Kult und Liturgie haben die Künstler des 20. Jahrhunderts Orte für die Vergegenwärtigung der großen Menschheitsthemen geschaffen. Leben und Tod, Erde und All, Licht und Raum. Die Fülle und Vielfalt der heute in München versammelten Werke ist beglückend. Ich bin dankbar, dass ich als Teil eines großen Teams zur Gestaltung dieses Kunststandortes beitragen durfte. Das Erreichte konnte durch glückliche Konstellationen entstehen. Historische Voraussetzungen, wie Menschen zueinander stehen, voneinander lernen dürfen und ein engster Kreis der Mitstreiter ist heute hier im Raum oder digital anwesend. Ich danke meinen Kollegen, meinen Vorgesetzten, die mit allen Abteilungen hier im Haus ein so wunderbares Ganzes bilden. Und es sind Stunden des intensiven Austausches, des Lernens, des Bestärkens, des Erfindens. Was mich an diesem Haus beeindruckt, ist, hinter jeder Tür ist ein Wissensschatz. Sie machen die Tür auf. Spezialist des 17. Jahrhunderts, Spezialist für Restaurierungsfragen, aber auch gerne ein ganz besonderes Spezialgebiet sind einige vorhanden. Oder es ist, wie man Dinge aufbewahrt, es wird alles ein Kenntnisschatz, der außerordentlich ist. Und die Zeit hat längst nicht gereicht, das annähernd auszuschöpfen, was hier möglich ist. Wir lieben alle die Kunst und das hat uns alle beflügelt. Ich danke den Förderern und möchte erzählen, dass ich bis vor kurzem in meinem Büro eine Postkarte hatte, einer Mäzenin. Und da sah man einen sehr starken Baum, der gestützt werden muss und dabei doch sehr eindrucksvoll und stark ist. Und ich habe darin immer das Museum auch gesehen und in den Stützen die Förderer. Und wir danken Ihnen, den Förderern, für die Freundschaft, für Ihre Großzügigkeit, für die Kraft, die Sie dieser Institution immer wieder neu geben. Und mein Dank gilt nicht zuletzt den Künstlern, allen Werken, die hier ihren Ort gefunden haben und nicht aufhören, uns zu inspirieren. Und heute ganz besonders, sehen Sie, das war nochmal so eine Versammlung, und heute ganz besonders Hans Hoffmann. Wieder durften wir in München einen Künstler verankern, dessen einflussreiches Wirken in Amerika seit den 30er Jahren ohne die 1915 von ihm in der Münchner Georgenstraße 40, das ist dort, wo die Metropoltankstelle ist, im Hinterhaus, oder die Metropoltankstelle war, seine Hans-Hoffmann-Schule für bildende Kunst gründete. Und was das Tolle an dieser Schule war, da ging es nicht um das akademische Lernen, das Nachzeichnen, das ganz präzise nur, sondern es ging eben auch um das Offene, immer wieder das Entdecken des Unbekannten. Ich danke Ihnen allen von Herzen,
und freue mich, dass wir uns hier sehen oder wenigstens über den Bildschirm zuwinken dürfen. Ja, liebe Corinna, Meisterin der Kunstvermittlung, du, die andere sehend macht, die Patrons und circa 1000 Freunde der Pinakothek der Moderne schauen traurig, überrascht, verlassen, aber auch voll Dankbarkeit und erfüllt auf diese 18 gemeinsamen Jahre, gemeinsamen Kunsterlebnisses. Wir schauen in die Vergangenheit und in die Zukunft. Du bist für uns eine Meisterin des Wortes über die Kunst. Du sprichst plastisch, poetisch, unterhaltsam über das Kunstwerk vor uns. Und wir hängen alle an deinen Lippen. Wir haben es gerade wieder erlebt. Du bist eine Menschenfängerin. Künstler, Mäzene, Sammler, Förderer oder die Mitglieder der Freundeskreise. Alle sind glücklich, an deiner Seite zu sein und sich in deiner Aura zu bewegen. Du bist eine Durchdringerin. Einer der Förderer sagte einmal zu mir: Niemand kann so charmant und nachhaltig bohren wie Corinna. Und du bist eine Dezidierte. Du hast immer klare Vorstellungen, wie eine Ausstellung, eine Publikation, eine Vermittlung, eine Förderung oder eine Schenkung gestaltet sein soll. Nun verlässt du die Pinakothek der Moderne und brichst auf zu neuen Ufern. Wir freuen uns für dich, denn in aller Anfang hat einen Zauber. Corinna, also wir machen das im Wechselspiel, ja. Also keine, es geht ein bisschen hin und her zwischen uns. Corinna, für die Patrons fing alles an im Garten des US-Generalkonsuls. Professor Baumstark, den ich dort sehe, stand dort und erzählte von dem Trust nach amerikanischem Recht, den du erfunden und aus der Taufe gehoben hast, dem hervorragenden Steuermodell. Und bald hast du mit uns dann die International Patrons in und für Deutschland und die Welt entwickelt. Du hast begeistert und inspiriert. Du hast mit uns Inseln in heimischen Seen erobert. Du hast in Frankreich unterirdische Welten erkundet, hast Fäden gespannt, Wachsräume für uns goldgelb erleuchtet und Regenbögen in der Wüste über einem Meer von Stahlstangen erstrahlen lassen. Du hast Leidenschaft entfacht für die Kunst und den Ausbau der Sammlung der Pinakothek der Moderne. Deine Reisen wurden zu einem festen Bestandteil der Patrons und dem Erlebnis der Kunst. Houston, Marfa, Paris, Florenz, Traum, Reut, Bajak, Rom, Rumänien, Hochdorf, Schweinshausen. Nach Houston, Marfa und in das Lightning Field von Walter de Maria in New Mexico, in die Holzhütte zu den Stahlstangen, zum Regenbogen im Sonnenaufgang. Die Urerfahrung der Landart der Houston Five. Nach Rom in die Räume der fürstlichen Familie Torlonia, den Palazzo Torlonia, ausgemalt von Fabienne Verdier. Nach Paris in das Atelier von Fabienne de Verdier, die französische Künstlerin, deren Arbeiten die Synthese asiatischer und europäischer Kultur sind. Und zur Assemblée Nationale, zur Kugel der Menschenrechte von Walter de Maria, dem amerikanischen Landartist, ein Geschenk zur 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution. Nach Rumänien in die kleine Walachei,
nach Taugu-Jiu zur endlosen Säule und zum Kuss von Konstantin Brancusch. Und nach Bajak, nach Laribot, das ehemalige Industriegelände einer Seidenfabrik, das unter der Hand und dem Betonmischer von Anselm Kiefer zu einem 350.000 Quadratmeter großen, unglaublich beeindruckenden, parkartigen Gesamtkunstwerk wurde. Oder nach Hofdorf, Schwanzhausen, südlich von Biberach, in den grazilen Pavillon von Wolfgang Leib, in den Wachsraum auf seinem Grundstück, um zu sehen und zu riechen. Jeweils auch, um die Sammlung der Pinakothek der Moderne mit ihren Arbeiten zu bereichern. Liebe Corinna, du hast über Jahre und mit unermüdlichem Elan an der Realisierung und vierfachen Umsetzung der Königsklasse in Herrenchiemsee gearbeitet. Eine grandiose Idee, wichtige Werke der Pinakothek der Moderne in die Sommerfrische zu schicken und an einem anderen Ort, in einem anderen Kontext und Bezug auszustellen, auch zu Ehren von Herzog Franz. Herrenchiemsee ist ein magischer Ort und der unvollendete Schlossflügel ein subtil genialer Ausstellungsraum für die Königsklasse 1 bis 4 inmitten des Chiemsees. Hier hast du eine neue Form der Kunst, ist dir eine neue Form der Kunstvermittlung gelungen. Das erste Pop-up-Museum Deutschlands. Mit der von Pin und den Patrons finanzierten Königskunde konnten die durchschnittlich 250.000 Besucher, die normalerweise nicht mit Kunst in Kontakt kommen, von jungen Kunstvermittlerinnen angesprochen werden und für die Werke und Künstler interessiert werden. Die Besucher setzten mit der MS Irmingard über, um dann in Dan Flavins Lichtkunst zu baden. Wir haben es gerade schon gesehen. Und vor diesen Wänden noch mal ganz anders beeindruckend. Ja, so auch wir und all diejenigen, die bei unseren Ausflügen und Dinnerabenden im Schloss dabei waren. Wir werden den Zauber, der über dem Ort und den Ausstellungen lag, nie vergessen. Dort wurden erstmals die Neuanschaffungen gezeigt, die du mit Unterstützung von Pin und den Patrons für die Pinakothek realisieren konntest. Sammlungsprägende Arbeiten von uns ans Herz gewachsenen Künstlern, wie Wolfgang Leib mit der Blütenstaubfläche und dem Wachszikoraten, 43 Arbeiten von Arnulf Reiner, dem Übermaler, 28 Bilder und Drucke von Georg Baselitz, dem Kopfübermaler, und 22 Werke von Beuys, dem Stadtverwalter. Unter der Vielzahl der zuletzt erworbenen Multiples von Beuys ist eines, das fast ein Lebensmotto für dich sein könnte. Es passt nämlich sehr gut zu dir. Es heißt, ich ernähre mich durch Kraftvergeudung. Und hier sieht man es auf der Currywurstunterlage. Corinna, Josef Beuys liegt dir besonders am Herzen. Und deshalb freuen wir uns sozusagen als unsere Abschiedsgabe an dich, dass es möglich werden wird, initiiert und finanziert und unterstützt von Herzog Franz, von Pin und von den Patrons, für die Pinakotheken eine Eiche zusammen mit einer Stele, beziehungsweise vielleicht sind es sogar drei Eichen und drei Stelen, das wird sich weisen, ist auch ein bisschen Frage des Raumes, hier im Kunstareal zu installieren. Das ist im Moment noch ein Projekt, viele müssen da mitmachen. Die Stadt München, Bau- und Planungsreferenten, Gartenbauämter, der Freistaat Bayern, die Direktoren der Sammlungen, Kulturreferenten, sozusagen Gott und die Welt. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Für dich, Corinna, als Platzhalter im Privaten heute Abend, gibt es schon mal einen Eichensetzling, mit dem du deinen eigenen Wald, vielleicht in Florenz, pflanzen kannst. Liebe Corinna, Meisterin der Kunstvermittlung, du Sehendmachende, du reißt nicht nur eine Lücke, du reißt ein Erdloch und hinterlässt hoffentlich noch den Beginn eines neu aufgelegten Erdloches, nämlich die Munich Depression 2 von Michael Heiser. Das wäre wunderbar. Das wäre ein weiteres grandioses Vermächtnis.
Corinna, wir werden dich sehr vermissen. Du wirst Neues machen. Wir sehen das, wie das Zikkurat von Wolfgang Leib, die wundervolle Wachsarbeit mit dem Titel Ohne Anfang und Ende. Unser Abschied ist auch ein Anfang. Wir werden deinen Weg weiter verfolgen und begleiten. Alles Gute. Und meine sehr verehrten Damen, mir wurde noch gesagt, es ist jetzt besteht die Möglichkeit natürlich nach oben zu gehen und Dinge zu tun, etwas zu trinken und dergleichen. Aber es läuft hier auch noch ein Film. Und wer noch eine Minute bleiben möchte und diesen Film über die Ausstellung in Herrn Chiemsee zu sehen, der ist herzlich eingeladen, hier zu bleiben.